Hallo, ich bin Braket und froh, dass ihr wieder hier seid. Zu meinem Thron des Baal Solo. Letztes Mal haben wir aber Sigal gezeigt, wo der Hammer hängt, und zwar auf seinem Kopf. Dadurch haben wir verraten bekommen, ich hoffe, das bringt was. Dass Balthasar einer der fünf ist. Damit wissen wir, wer der letzte oder wer das letzte Mitglied der fünf ist und können uns auf den Weg nach Amketran machen, um ihn endgültig zu töten und diesem Schabernack ein Ende zu setzen. Ja, denn Balthasar ist bestimmt der letzte Gegner in diesem Spiel. Ich denk mal, oh! Elminster! Grüße, alter Freund, schön euch hier zu sehen. Kriegen wir jetzt auf den Sack? Von dem Magier mit dem spitzen roten Hut? Ich hoffe nicht, weil gegen Elminster kann man nicht gewinnen. Also wisst ihr jetzt, wer ich bin? Ich muss zugeben, dass ihr euch ziemlich geändert habt, seit wir uns das letzte Mal trafen, bevor ihr die Welt mit eurer Macht zugeritten habt. Um es mal so auszudrücken. Nicht unbedingt immer im Galopp, war eher so ein leichtes Trab. Ja, wir sind Elminster in Baldur's Gate 1 begegnet. Also, ich nicht, weil ich habe noch kein Baldur's Gate 1 auf meinem Kanal. Aber Elminster kommt da direkt am Anfang vor. So. Ich könnte androhen, ihn zu schlachten. Ja, das wäre sehr optimistisch von mir. Was machst du hier? Genau. Bist du hier, um meine Fortschritte zu beobachten? Eure Fortschritte beobachten? Jedenfalls nicht so aufmerksam, wie ich es hätte tun sollen. Ich wünschte, mir wäre damals klar gewesen, dass Gorion im Recht war. Ich hätte mehr tun müssen, als euch nur vor eurem Schicksal zu warnen, glaube ich. Ich weiß nicht, inwiefern du mich noch... Ja, je mehr du dich einmischst, desto mehr geht's doch kaputt. So ist doch das Schicksal. Je mehr du über die Zukunft weißt... Und je mehr du versuchst, sie zu deinen Gunsten zu verändern, desto weniger klappt das. Das habe ich in ganz vielen Filmen und Serien gelernt. Ja, es hilft nichts, die Zukunft zu kennen. Und schon gar nicht durch die Zeit zu reisen. Hilft alles nicht. Aber ich schweife massiv ab. Hören wir uns an, was er zu sagen hat. Wisst ihr, welche Zerstörungen die Baalkinder an der gesamten Küste angerichtet haben? Welche Verwüstungen ihr selbst heraufbeschworen habt? Nein, ich fürchte, ihr habt keine Ahnung. Nicht, dass es allein eure Schuld gewesen wäre. Allein eure Schuld? Ja, das halte ich für ein bisschen abwegig. Aber wir haben eine grobe Vorstellung davon, was die Baalkinder angerichtet haben. Sarevoks Plan war ein riesengroßer, der zu vielen Toten geführt hat. Was die Baalkinder mit Zaradush gemacht haben, war ein Riesenproblem. Der König von Tethyr ist mir auf den Fersen höchstpersönlich, weil die Baalkinder überall Blut vergießen. Die Welt blutet im Moment nur dank der Baalkinder. Ich weiß gar nicht, was der Einfluss auf die anderen, auf die Anhänger der anderen Götter ist von den Baalkindern. Die müssen da ja auch irgendwie mitspielen. Also es ist eine sehr unruhige Zeit. Wir Harfner arbeiten nun schon seit Wochen daran, dass die Panik nicht den Siedepunkt überschreitet. Keine leichte Aufgabe. Aber wenn ich recht verstehe, nähert sich eure Aufgabe bald dem Ende. Korrekt? Wenn du was weißt, dann würde ich mich freuen, wenn du das mit mir teilst. Ich muss bald wieder gehen und kann euch daher keine große Hilfe sein. Aber ein wenig kann ich euch schon unter die Arme greifen, ob euch das nun passt oder nicht. Es ist wichtig, dass all das hier bald ein Ende hat. Aber das heißt nicht, dass ich keinen Finger rühren werde. Das ist gut. Wie kannst du mir helfen? Gib mir doch, ich weiß nicht, deinen Hut. Der ist bestimmt total magisch verzaubert. Oder deine Robe. Ich kenne Balthasar. Sein Kloster ist durch mächtige Magie geschützt. Woher er diese Magie erhält, weiß ich nicht. Ihr müsst jedoch einen Weg nach drinnen finden. Oder er wird euch früher oder später einen Hinterhalt legen. Tja... Balthasar verfügt über mächtige Magie. Ich weiß auch nicht, woher er die hat. Ich weiß, dass euch diese Möglichkeit vermutlich nicht gerade begrüßenswert vorkommt. Aber der Schurke Semon Havarian verfügt über den Schlüssel zum Kloster. Natürlich hat er das. Er ist im Moment bei den Schmugglern von Amketran.
Ich habe gehört, dass Havarian schon mehrmals im Kloster war. Wahrscheinlich, um die Mönchinnen zu besuchen. Der hat da eine Vergangenheit, was das angeht. Wenn ihr Interesse habt, könnte er euch vielleicht helfen. Möglicherweise gibt es auch einen zweiten Weg, doch den müsstet ihr selbst herausfinden. Nun muss ich gehen. Von nun an ist die Erfüllung eures Schicksals eure eigene Angelegenheit. Ich wünsche euch alles Gute. Danke und bis zum nächsten Mal. Da geht er hin. Elminster. Ich weiß gar nicht, ob man die töten kann, theoretisch. Ich glaube, in BG1 geht das. Da ist sein Charakter nicht besonders geschützt, teleportiert sich oder läuft aber auch weg. Aber wenn man schnell genug ist, geht es, glaube ich. Mit einem importierten Charakter hat man da wahrscheinlich eine Chance. Bringt aber nichts, ne? Ändert nichts. Aber gut, er hat uns verraten, wie wir ins Kloster kommen. Der andere Weg ist, glaube ich, einfach alles umzubringen, was an Mönchen da rumläuft und dem Torwächter den Schlüssel abzunehmen. Ja, dann kommst du auch rein. Also, der andere Weg ist sehr direkt, sagen wir es mal so. Wir haben aber noch ein paar Sachen zu machen, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Leute mich hier direkt alle hassen. Ist schon geschehen. Also du schon mal nicht. Die Kühe sind auch noch freundlich. Gefällt mir sehr. Den Stein brauche ich auch nicht mehr? Nö. Der Ionenstein, den habe ich dafür da, dass er mich regeneriert. Schauen wir mal, ob ich noch genug Zauber für Balthasar habe. Ich brauche auf jeden Fall Todesschutz. Den habe ich noch. Wunderbar. Und chaotische Befehle, denn Balthasar hat Mönchsfähigkeiten, die einen mit einem Schlag töten können. Und ich glaube, dagegen hilft Todesschutz. Und natürlich irgendwelche Verwirrungsfähigkeiten, dagegen hilft chaotische Befehle. Also ich denke, ich bin ganz gut ausgerüstet und ganz gut aufgestellt, noch mich mit Balthasar zu beschäftigen, ohne zu rasten. Ich bin dabei. Sofern sich nicht zu viele seiner Mönchskameraden auf mich werfen. Mir fällt gerade nicht ein, was ich von Abbasigal bekommen habe. Müssen wir nochmal nachschauen. Ist schon eine Woche her. Die blauen Drachenschuppen. Also daraus könnte ich noch eine Rüstung machen. Könnte, ja. Wenn ich das Geld dürfte ich haben, aber wenn es denn sein muss. Schauen wir mal, ob sich die Gelegenheit bietet. Erstmal haben wir hier ja Söldner zu töten. Der Tod kommt schnell. Ja, da habe ich keinen Zweifel dran. Das wird wehtun. Und zwar dir! Nimm das, Söldner! Ich bin überrascht, nur ein Söldner? Hey! Hör auf, Heiltränke zu nehmen. Das ist nicht nett. Tja, ich denke mal, das lasse ich liegen. Naja, jetzt ist es wirklich gekommen. Braket lässt Gegenstände liegen. Was ist nur los? So, also wir könnten jetzt direkt zu Semon gehen. Wir könnten aber auch uns den Torwächtern hier stellen und gegen Mönche kämpfen. Ich denke, ich gehe zu Semon, ja? Wir geben ihm nochmal eine Chance. Das kann ich rollenspieltechnisch nicht begründen. Nein, absolut unmöglich. Ich werde auch hier Roranachs Horn anlassen für die Resistenz gegen Wuchtwaffen. Denn Mönche benutzen ihre Fäuste und Fäuste müssten Wuchtwaffen sein. Ja, außer die haben sehr eigenartige Fäuste. Und damit bin ich schon mal gegen Mönche super aufgestellt. Ja? Damit habe ich die Resistenz gegen Wuchtwaffen, da kann ich mich mit Zähigkeit fast völlig immun machen. Das wird auf jeden Fall getestet und deswegen habe ich auch nicht viel Angst vor Balthasar. Vielleicht zu Unrecht, wir werden es sehen, wir werden es ja sehen. Oh. Ha, Semon. Sprecht euch aus, wenn ihr müsst. Hier liegen ja immer noch Leichen rum. Sind das diesmal deine eigenen Freunde? Es scheinen nicht die Mönche zu sein. Seid gegrüßt, Braket. Ich habe schon auf euch gewartet. Semon Havarian! Okay, ich kann tatsächlich nur unfreundliche Sachen sagen. Ich muss verflucht sein, dass ich euch andauernd über den Weg laufe. Ach ja, das. Ich bin mir sicher, wir könnten unsere alten Differenzen wieder aufwärmen, wenn ich nur wollte. Doch angesichts meiner abgeschlachteten Kameraden um mich herum bin ich derzeit nicht in Stimmung.
Oh, dann kann ich auch die Gegenstände von denen nicht mehr bekommen. Schade. Ich habe mir schon gedacht, dass ihr recht bald nach Amketran zurückkehren werdet. Also habe ich einfach auf euch gewartet. Ich hätte da einen Vorschlag für euch. Wenn er euch interessiert. Warum sollte ich euch jetzt trauen? Sehr gute Frage. Ich tat nur, was ich musste damals. Ihr habt noch was gut bei mir, weil meine Höflichkeit vielleicht etwas zu wünschen übrig ließ. Aber alles in allem sind wir quitt. Was? Was auch immer du geraucht hast, ich will was davon. Glaub bloß nicht, ich hätte eine großartige Wahl gehabt bei all den Scherereien in der Zauberfeste. Und um das Maß voll zu machen, habe ich auch noch mein bestes Schiff verloren, als ich euch auf die Insel brachte. Tolle Belohnung, wirklich. Und schließlich ist auch noch das Geschäft meiner armen Jungs hier. Wenn ihr und die anderen Wahlkinder nicht gewesen wärt, dann hätten wir unseren kleinen Schmugglereien noch mit der gleichen Ruhe weiterführen können wie früher. Wie es aussieht, habe ich nahezu mein gesamtes Kapital verloren. Das glaube ich dir nicht. Und ich bin alles andere als glücklich darüber. Du hast bestimmt netten Profit gemacht. Und bist über diese Leichen gegangen hier, ja? Außerdem ist das nicht meine Verantwortung. Habe ich das behauptet? Aber ihr wart zumindest indirekt daran beteiligt, ob nun aus böser Ansicht, Absicht oder nicht. Ich jedenfalls hege nach all dem keinen Groll mehr gegen euch. Das wäre unklug auch, ja? Lass dir das gesagt sein. Wir könnten den lieben langen Tag darüber streiten, wer wem was angetan hat. Vielleicht geht's aber auch viel schneller. Denn wer mich in kleine Streifen schneiden kann, der hat unter Umständen effektivere Argumente als ich. Ja, Sämon beleidigt mich hier wieder, wissend, dass ich keine Klingenwaffen benutzen kann, ihn also nicht in Streifen schneiden kann. Du bist schon eine besondere Art von Drecksack, ja? Wie dem auch sei, hört mich zuerst an. Wenn einer Schuld hat, dann dieser Balthasar. Er hat mir nur Schwierigkeiten gemacht. Jetzt ist er verschwunden, hat mich komplett eingeschränkt und jetzt macht er auch noch Unschuldige nieder. Dafür muss er bezahlen. Ich denke, hier ist keiner unschuldig gewesen. Wenn ich das richtig verstanden habe, müsst ihr in das Kloster hinein. Ich hätte da einige Ideen, wie ihr das bewerkstelligen könntet. Interessiert? Nach dem, was der Minster mir gesagt hat, auf jeden Fall. Ich hör's mir an. Ich wusste ja, dass ihr vernünftiger seid, als ihr ausseht. Also gut, die beste Möglichkeit, in das Kloster zu gelangen, wäre wohl in Verkleidung. Meine Männer haben ein paar Uniformen, aufgetrieben. Ja, ich brauche nur eine. Sie müssten genügen, um uns beide an den Torwachen vorbeizumogeln. Oh, er erkennt, dass ich nur alleine bin. Das ist cool. Ich werde euch begleiten müssen, natürlich. Ja, wie willst du mir sonst den Dolch in den Rücken stechen? Stecken, egal. Ich habe das schon vorher gemacht und ich kenne die Geheimcodes, die sie hören wollen. Ach, die andere Möglichkeit ist durch diese Untoten, durch Van Goethes Gruft. Glaube ich. Aber wir machen das mit Sämon. Was habt ihr von der ganzen Geschichte? Also es gibt dann doch drei Wege, wahrscheinlich. Ich will meine Rache an Balthasar. Oder der direkteste Weg, den ich vorhin erwähnt habe, den gibt's nicht. Da bin ich mir jetzt unsicher. Aber ich denke, es gibt einen super direkten Weg, ja? Auf jeden Fall will er Rache an Balthasar. Er hat schließlich einen Ruf zu verlieren, so schlecht er auch sein mag. Ich kann solche Beleidigungen nicht durchgehen lassen. Und nebenbei schulde ich ja euch noch etwas. Okay, auf geht's. Also gut, gebt mir ein paar Minuten, um mich vorzubereiten. Kommt zurück und sprecht nochmals mit mir, wenn ihr bereit seid. In Ordnung? Dann wollen wir doch mal hier schnell einen klitzekleinen Zauber wirken. Die Steinhaut. Ich speichere nochmal das Spiel ganz kurz, weil ich paranoid bin. Dann gebe ich mir Todesschutz, der hält lange. Ja, machen wir das jetzt schon. Warum nicht? Chaotische Befehle, schließlich könnte Sämon irgendetwas im Schilde führen. Da will ich geschützt sein vor seinen fiesen Matenten. So, andere langanhaltende Zaubersprüche sehe ich hier nicht mehr so wirklich. Ich meine, ich könnte mich vor Blitzen schützen, aber ich wüsste nicht wofür. Also nochmal speichern und dann geht's los, mein verräterischer Freund. Auf geht's.
Ah, habe ich euch schon jemals in die Irre geführt, Brakhet? Ja. Nach all den Schlägen, die Brakhet auf den Kopf bekommen hat. Verständlich, dass er sich daran nicht mehr erinnert, an all die Male, wo Sämon uns in die Irre geführt hat. Oh. Interessant, er weiß tatsächlich den Code, um reinzukommen. Und wir haben Uniformen an, ja? Wir haben Mönchsuniformen an. Ich bin super dankbar, dass das kein Ingame-Item ist, was ich wirklich anziehen muss. Das wäre nämlich wieder nervig. Das muss man sich vorstellen. Sämon, das habt ihr gut gemacht. Pünktliche Lieferung der Wahlbrot, wie versprochen. Ich nehme an, ihr habt sie betäubt. Schließlich wollen wir keinen Ärger. Ja, oh, Sämon. Sämon. Nein. Sämon. Schaut her, wen ich hier habe. Aber möglicherweise ist deine Nummer zu groß für euch. Diese Person habe ich schon einmal betäubt. Ich schulde ihr noch etwas. Sämon! Du hast uns nicht, oder du hast mich nicht komplett hintergangen. Nur im Dunkeln gelassen. Das ist schon mal ein Fortschritt. Ja? Er hat mich zwar in eine Falle gelockt, aber nicht so komplett wie letztes Mal. Ich wusste, Balthasar war ein Narr, dass er euch über den Weg traute, Sämon. Also für Sämon ist es sogar ein eindeutiges Zeichen seiner Loyalität mir gegenüber, ja? So loyal ist Sämon noch nie gewesen. Er hat uns beide betrogen. So, an die Magier konnte ich mich nicht mehr erinnern. Die sind natürlich ein Problem. Was ich hoffe, hiermit jetzt einfach zu lösen, weißt du? Das tat es denn? Oh, die haben Kugel der Unverwundbarkeit aufgebaut. Oh, okay, okay. Also ich habe höchstens das Abbild da verletzt. Ah. Okay, ich renne ein Stück weg. Oh. Warte. Da ist doch noch was passiert. Ah, an einem oder zwei ist nichts passiert. Also wahrscheinlich habe ich die Abbilder jetzt vernichtet. Ich renne ein Stück weg, ja. Mach mal ein One-on-One mit dem Mönch hier. Na, die zaubern noch. Oh, was war das? Was machst du da für eine Fähigkeit? Kritischer Schlag. Das ist natürlich besonders fies. Dann trifft er mit jedem Schlag. Das heißt, ich sollte abhauen. Ja. Wenigstens für die Runde. Machen wir es kurz und ich kann ja sogar das Gebiet verlassen, wenn ich wollte. 23.000 Erfahrungspunkte für den Mönch. Ich fall vom Glauben ab. Komm, bring ihn um. Okay, verwandelt in einen Wolf. Oh, wie hübsch. Ich bin gern ein Hund. Ja. Ist der Kampf vorbei? Komm, lass mich speichern. Ich will kein Wolf. Oh, ich bin ein Wolf, okay. Na dann, wollen wir mal schauen, ob ich damit ein paar Leute umbringen kann. Zum Beispiel dich. Oh. Das hört sich nach Zeitstopp an. Ja, da bleibe ich schön hier. Die werden jetzt wahrscheinlich Rücken an Rücken ihre Zeitstopps zaubern. Feststellen, dass ich nicht hier bin. Und mir Gelegenheit geben, aus dieser Wolfsform wieder rauszukommen. Hoffe ich doch mal. Ja. Ja, da kommt der zweite Zeitstopp. Ja, ihr folgt definitiv demselben Skript, ihr beiden. Na, wenn meine Schädelfalle schneller gekommen wäre, zum Beispiel dank der Robe von Vecna, dann wärt ihr vielleicht tot. Ja, vielleicht werdet ihr tot. Ist ärgerlich, dass ich den Gegenstand nicht habe. Aber auch ganz gut so. Denn der ist nun wirklich zu stark. So, aber als Wolf bin ich irgendwie relativ nutzlos. Schauen wir nochmal, ob ich den Kämpfer locken kann. Oh, da bin ich wieder. Okay, warte. Warte mal. Das heißt, wir knallen da jetzt nochmal eine Schädelfalle hin. Ihr standet ja gut auf einem Haufen. Das hat den Kämpfer geärgert, aber die Magier haben ihre Schutzzauber. Okay. Ich bewege mich hier nicht, also... Ja, beschwören wir mal ein Skelett. Das eine Abbild ist verschwunden. Vom Magier wahrscheinlich, deswegen Beschwörung. Schauen wir, ob die einen Todeszauber in der Mache haben. Ich warte.
Ja, haben sie. Okay, komm her. Komm her. Oh, da sind die beiden Magierinnen. Ladies. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Mach ihn tot. Mach sie beide tot, bitte. Die haben doch bestimmt irgendwas Böses. Okay, was war das? Symbol Betäubung, verbesserter Schutzmantel. In die Irre geführt. Ist alles nicht schlimm. Alles nicht schlimm. Das ist schlimm. Okay, wir rennen ein Stück weg. Ich will meinen wahren Blick nicht benutzen. Ja. Und da kommt die Dame. Vielleicht muss ich einen wahren Blick benutzen. Ja, erstmal probieren wir es so. Das war Sonnenfeuer. Okay, nochmal Sonnenfeuer. Dann stirbt der Kämpfer. Und ein Magier ist tot. Ja, ich mach dein Doppelgängerchen tot. Ich hoffe, das ist der hier. Mach mal beide tot, geht ja schnell. Abidalzims, nein. Nein, Heilung. Au. 24 Schadenspunkte nur zum Glück. Das liegt alles nur an diesem Gürtel hier. Mhm, der gibt mir 50% Widerstand gegen magischen Schaden. Und das ist so wertvoll. Au. Okay, das ist jetzt wirklich Schutz vor magischen Waffen. Da habe ich jetzt nicht viel entgegenzusetzen. Solange sie unsichtbar ist, erst recht nett. Ich glaube, das wird auch ein... Oh, Regenbogenstrahlen. Okay. Mach halt. Mach halt, was du für richtig hältst, gute Frau. Die Regenbogenstrahlen werden mich auf jeden Fall nicht erreichen. Dafür stehe ich viel zu weit weg. Ich hoffe, das bringt was. Ja, ich denke, wir kommen ganz gut ohne Blessuren bei Balthasar an. Dank meiner feigen Spielweise. Ja, aber ich will wirklich keinen Zauber verschwenden an die Dame hier. Und das war's. Da geht sie hin. Wald- und Wiesenmagierin halt. Keine Klasse. So, dann gib mir... eine neue Steinhaut. Außerdem hätte ich gerne Schutz vor Bösem. Alles kleine bisschen hilft. Geben wir mehr Widerstand gegen Feuer. Ich glaube, Balthasar hat sowas wie eine Sonnenstellung, in der er irgendwie Feuerschaden auch machen kann. Also kann das bestimmt nützlich sein. Dann später die Flügel auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, Spiegelbild hält lange. Zumindest, wenn ich mich hier nicht komplett versaue mit Zauberstufe, genau. Und dann gibt mir Stärke. Ja, dann schauen wir mal, ob ich Balthasar nicht in die Schranken weisen kann. Erstmal will ich natürlich ihn konfrontieren, damit es ein böser Kerl ist. Ja, habe ich ganz vergessen. Ich kümmere mich drum. Aber er kümmert sich drum. Dann ist ja gut. Ist schon geschehen. Ah ja, da oben ist Balthasars Thron. Balthasar? Ich bin verwirrt. Oh, okay. War ich mal zu voreilig. Eure Anwesenheit hier hat mir gezeigt, wie verrückt es war, eine Söldnerarmee aufzustellen. Diese vergeblichen Bemühungen auf Kosten der Bürger von Amketran. Ich bedauere sie zutiefst. Ich kenne euer Geheimnis, Balthasar. Dein Geschwafel interessiert mich nämlich nicht. Du arbeitest mit Abasigal und Sendai zusammen. Ja, die Beteuerung hier. Ich gebe zu, dass man den Eindruck gewinnen konnte, doch in Wirklichkeit plante ich deren Vernichtung seit dem Zeitpunkt, als Melissan mich in die Fünf aufnahm. Oh, ja, Melissan. Melissan ist die Anführerin der Fünf. Melissan erkannte den Makel des Baal in mir, so wie sie ihn in Sendai, Abasigal und den anderen erkannte. Und in euch. Das ist natürlich ein Twist, nicht? Das ist ein Twist. Ich muss zugeben, als ich Thron des Baal das erste Mal gespielt habe, habe ich das absolut nicht kommen sehen. Ich habe auch ziemlich schnell gespielt und
viel am Stück und mich in den Kämpfen verbissen, so wie man das halt macht, und gar nicht so sehr auf die Story geachtet. Aber ich glaube, im Nachhinein ist das relativ offensichtlich, dass Melisandre eine Böse ist. Sie hat in Saradush die Baalkinder gehortet, zusammengeführt, damit die Armeen der Fünf sie in einem Rutsch abernten können, sozusagen. Und es fehlt die Kraft, die hinter allem steht. Der Organisator. Keins der Baalkinder, auch in den Zwischensequenzen, die wir gesehen haben, schien wirklich einen Plan zu haben oder eine, ja, genug Eigeninitiative auf die Reihe zu bringen, um der Redelsführer zu sein. Der war im Dunkeln. Wenn man darüber nicht nachdenkt, so wie ich, beim ersten Mal fällt einem das vielleicht nicht auf. Aber wenn man darüber nachdenkt, denke ich, dass die meisten Spieler gedacht haben, ja, es gibt noch einen benannten Charakter, der hier irgendwie für uns verstrickt ist. Und wir haben immer noch keinen großen Bösen. Keinen wirklich großen Bösen. Also ich denke, ihr wusstet das ja auch alle, weil ich glaube nicht, dass jemand das Spiel hier guckt, der es noch nicht kennt. Auf jeden Fall, Melisandre ist böse. Sie ist der Redelsführer der Fünf. Sie hat das organisiert. Sie hat auch, was Brake tut, organisiert. Das heißt, Melisandre hat uns alle benutzt. Sie hat die Baalkinder dazu benutzt, andere Baalkinder umzubringen. Also die Fünf dazu benutzt. Und nachdem die Fünf das zum größten Teil geschafft haben, hat sie mich benutzt, um die Fünf alle umzubringen. Was ein super Plan ist, wenn man Baal wiederbeleben will. Sie lockte mich mit allerlei Versprechungen über Macht und Ruhm. Doch ich folgte ihr aus einem völlig anderen Grund. Nur wenn ich mich den Fünf anschloss, konnte ich erfahren, wer die anderen sind. Und ihren Untergang planen. Ja, und da war er da doch noch Melisandre einen Schritt hinterher. Weil Melisandre hat den Untergang der Fünf auch geplant. Und das bin halt ich. Oder im Fall von der Gruppe, die Gruppe vom Baal kennt ihr. Habt ihr mich dazu benutzt, die anderen Baal-Nachkommen für eure eigenen Zwecke zu verraten? Ja, genau. Ich habe die Drecksarbeit erledigt. Ich wünschte, ich könnte diese brillante List an meine Fahne heften, Braket. Aber wie es scheint, war ich nicht der Einzige, der den Untergang der anderen im Sinn hatte. Okay, habe ich schon vorweggenommen, dass Melisandre den Untergang der Fünf geplant hat. Bestätigt Balthasar hier nochmal. Melisandre ist diejenige, die bei dieser bühnenreifen Aufführung hinter den Kulissen die Fäden zieht. Ich habe lediglich versucht, euch so lange wie möglich aus dem Weg zu gehen und war begierig zu sehen, ob ihr euch würdet durchsetzen können. Hier können wir uns jetzt erklären lassen, warum Melisandre die Fünf versammelt hat, nur um sie hinterher wieder zu vernichten. Tja, du kannst die Fünf nicht am Leben lassen. Du kannst nicht dafür sorgen, dass die Fünf so viel Macht an sich reißen und sie dann am Leben lassen. Das ist ein schlechter Plan. Von daher ist es im Prinzip offensichtlich, aber wir fragen natürlich trotzdem. Das spielt alles keine Rolle, Braket. Okay, schade. Am Ende haben Melisandre und ich das, was wir wollten. Die anderen Mitglieder der Fünf sind tot. Und nur sie und ich stehen sich noch gegenüber. Okay, also du willst mich jetzt noch töten und dann willst du die Herrschaft des Baal neu errichten. Ist das richtig? Nein, nein, Braket. Okay, das klang jetzt zu sarkastisch. Nein, nein, Braten. Nein, Braket. Ich hege keine Absichten in der Art. Baals Makel liegt wie Mehltau über der Welt. Ich habe nicht die Absicht, dem Fürst des Mordes zu neuem Leben zu verhelfen. Mein Plan ist viel selbstloser, als ihr glaubt. Ich habe mir geschworen, alle Kinder des Baal ein für allemal zu vernichten und die Reiche von seiner besudelten Existenz zu befreien. Ihr habt mir lediglich geholfen, mein Ziel zu erreichen. Soweit so gut. Klingt gar nicht schlecht, aber du bist auch ein Kind von Baal. Wenn ich mir sicher sein kann, der Letzte zu sein, wenn ich genau weiß, dass es niemand anderen mehr gibt, werde ich mir mit einem Selbstmordritual das Leben nehmen. Baals Bosheit wird mit mir untergehen. Doch zunächst muss ich eurer teuflischen Existenz ein Ende setzen. Ein nobler Mann. Ich glaube, er ist auch rechtschaffen neutral. Würde passen.
Tja. Ich bin aber nicht böse, ganz genau. Ich bin nicht böse, ich bin doch ein Guter. Ich habe zwar niemanden, der das bezeugen kann, weil ich keine Freunde habe und all die Leute, die ich treffe, sind eigentlich tot. Aber ich bin der Böse, ganz ehrlich. Die Menschen lobpreisen euren Namen, Braket. Ihr seid gewillt, auf dem Pfad der Tugend zu wandeln. Doch eure Absichten sind ohne Bedeutung, verglichen mit den Konsequenzen eurer Existenz. Wie viele Leichen pflastern euren Weg? Hunderte? Tausende? Zaradush ist nur noch eine rauchende Einöde. Wie vielen Städten habt ihr sonst noch Tod und Verwüstung gebracht? Hast du dich mal in Amketran umgeschaut, was du hier alles machst? Deine Mönche hauen hier Priester zu Brei, wollen die Tochter, die Söldner wollen die Tochter des Bürgermeisters umbringen. Deine Untergebenen hungern, deine Schutzbefohlenen hungern. Ich bin wie ihr, Braket. Unsere bloße Existenz bringt den Tod. Es ist unausweichlich. Das glaube ich nun mal nicht. Ja, aber das ist unser Schicksal. Niemand kann uns dafür verantwortlich machen. Wir sind die Sklaven des verseuchten Bluts unseres Vaters. Ah, deprimierte Sicht der Dinge. Gefällt mir gar nicht. Und während eure Macht wächst, seht ihr weiter Unheil. Königreiche werden fallen und die Flüsse von Faerûn werden sich rot färben vor Blut. Ja, das ist, glaube ich, Teil der Prophezeiung auch. Und Sarevok hat immer davon gesprochen. Dieser Tenor gefällt mir. Ja, echt, wo ist hier ein Tenor? Ich kann gar nichts hören. Weiß gar nicht, ob man das so sagen kann. Ich glaube nicht, aber hey. Ja. Ich werde das anders machen. Jede weitere Konversation ist zwecklos. Ich habe eine Aufgabe zu erfüllen. Euer Tod ist eine Notwendigkeit. Bals Gezücht. Man kann mit ihm nicht reden. Es gibt, zur Information, mit dem Ascension-Mod, die ich installiert hatte, oder mit der Ascension-Mod, die ich installiert hatte, bei meinem Gruppenthron des Baal-LPs, gibt's für gute Hauptcharaktere mit den richtigen Attributen, die das Richtige zu ihm sagen, die Möglichkeit, ihn in die Gruppe aufzunehmen, sozusagen, also nicht in die Gruppe, sorry, nicht in die Gruppe, aber als wie ein beschworenes Monster in die Gruppe aufzunehmen und mit ihm zusammen den Endkampf zu machen. Das gibt's. Als böser Charakter kriegt man da Bodhi im Austausch, wie ich das bekommen habe damals, als ich mit dem Bösen das durchgespielt habe. Aber im Standardspiel muss man ihn jetzt töten, an dieser Stelle. Gibt's keinen anderen Weg. Ich meine, vielleicht könnte man ihn einkerkern, aber das ist auch so gut wie tot. Also das Spiel muss denken, er ist tot. So, jetzt gucken wir nochmal nach, ob mein Todesschutz noch drauf ist, weil ich habe meine Bedenken. Ja, der ist noch da. Weil er ist... Ach doch, das ist er. Okay. Und dann hauen wir die 1 auf die 12, Balthasar. Verbesserte Hast habe ich nicht mehr. Also werden wir das alles über Wirbelwinde regeln. Ich bin dabei. Haha, getroffen. Vibrierende Handflächen. Ganz genau. Das ist diese Instant-Kill-Fähigkeit, die Mönche bekommen. Ja, und die machen alle so Zeug. Ja, vibrierende Handflächen. Das, auf einem niedrigen Level betäubt das die Gegner vielleicht sogar nur. Oder es gibt eine extra Fähigkeit. Ich habe lang keinen Mönch mehr gespielt. Auf jeden Fall sollte ich mich von denen nicht treffen lassen. So, ich werde jetzt Zähigkeit anwerfen. Deine Zeit ist abgelaufen, weil meine Steinhaut wird gleich aufgeben. Oh, Mondstellung, was macht er jetzt? Magisches Geschoss Braket. Okay, cool. Machen wir mal größer, das Ding. Was ist das? Das sieht auch nicht gut aus. Bigbys geballte Faust kann er. Ja, aber ich hau jetzt einfach auf ihn drauf. Schneller als das Auge. Zweiter Wind. Jetzt hat er sich geheilt und ich glaube, er beamt sich nach da. Kann das sein? Und kritischer Treffer.
Okay, Drachenfaust. Aber mir geht's noch gut. Mir geht's noch sehr gut. Ich werde jetzt auch die Flügel versuchen anzuwerfen. Ja, hat funktioniert. Dann schauen wir nochmal auf meine Widerstände. Wuchtwaffen 110. Also sie werden mich nicht treffen. Oder mir nicht wehtun, nein. Keine Chance. Sie treffen mich, aber sie machen keinen Schaden. Es ist so wunderbar, das Spiel so auszunutzen, ja? Und ich glaube, Bigbys geballte Panik, oder wie? Als Mönch darf er das eigentlich nicht haben, glaube ich. Hey, hey, lauf, 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 lauf. Ich will nicht die anderen umbringen müssen. Nur um dann... Okay, wir bringen die anderen um. Macht ja keinen Unterschied, wer hier von euch zuerst stirbt. Ich kriege auch keinen Zauber raus im Moment, also ich kann meine Stärke nicht wieder hochsetzen. Über göttliche Macht zum Beispiel. Weil die würden mich trotzdem unterbrechen, obwohl ich keinen Schaden nehme. So funktioniert die Spielmechanik. Komm, sterben. Weil dann ginge das hier ein bisschen schneller, wenn ich wieder Stärke 25 hätte. Ich kann aber vielleicht das Ding benutzen. Meinen Gürtel. Und Zähigkeit ist ausgelaufen. Aber ich denke, das sitze ich jetzt aus. Ihr Feiglinge. Okay, der hat einen Trank genommen. Das heißt, der müsste jetzt eigentlich wieder zu mir kommen, oder? Nee, er heilt sich nochmal vorher. Und ich gucke mir auch noch die Zaubersprüche an, die er fallen gelassen haben. Die könnten nämlich mächtig sein. Das ist ein Kettenblitz. Triff Balthasar, Kettenblitz. Ja, Magiewiderstand. Natürlich. Balthasar. Schmieren. Du bist ein Mönch. Ein hochleveliger Mönch. Und du hast Schmieren und Identifizieren dabei. Okay, Balthasar. Mano a mano. Vor deinem großen Stuhl. Das ist wie der Papst. Das ist der heilige Stuhl. Ja, damit meine ich nicht seinen Kot. Der ist nicht heilig, der stinkt wie bei jedem Sterblichen. Also, Solar, erzähl mir die ganze Geschichte. Die mächtigsten Kinder Baals, die fünf, wurden zerstört, Gottkind. Der Großteil von Baals Essenz ist zur Quelle zurückgekehrt. Eure Reise ist nun beinahe zu Ende. Ja, das stimmt. Was sagen wir da jetzt drauf? Was würde mein Charakter denken? Habe ich versagt? Wird Baal jetzt auferstehen, weil Melissons Plan zum größten Teil in Erfüllung gegangen ist? Der tote Gott Baal ist nicht auferstanden. Ihr müsst verstehen, was euch am Ende eurer Reise erwartet, Gottkind. Diese Erklärung solltet ihr von jener, die ihr unter dem Namen Melissan kennt, persönlich erhalten. Ich weiß nicht, ob ich die in meinem Wohnzimmer haben will. Nach all dem, was jetzt passiert ist. Ich bin hier. Sprecht rasch. Du hast aber eine ganz schön untot aussehende Hautfarbe bekommen. Ihr seid auf meinen Befehl hier, Geist. Ihr werdet all meine Fragen beantworten. Oh ja, sag's ihr. Ich bin kein totes Ding. Ihr habt den Teil einer lebenden Göttin zu euch gerufen. Wie immer auch ihr das geschafft habt. Sollte ich jedoch bewusst darauf aufmerksam werden, werdet ihr dafür bitterlich bezahlen. Oh, okay. Damit hat sie uns schon ihren Plan erklärt. Eine lebende Göttin? Ihr seid noch keine Göttinsterbliche. Die Prophezeiung muss erst noch erfüllt werden. Das wird bald genug geschehen. Alles hat sich so zugetragen, wie ich es gewünscht habe. So wird es auch weiterhin sein. Bald wird die ganze Essenz Baals mein sein. Also wir haben Melissan geholfen, zum neuen Gott des Mordes aufzusteigen. Dann redet. Wenn ihr recht habt, wird es am Ende ohnehin keinen Unterschied machen, wenn ihr jetzt sprecht. Das ist wahr genug. So sei es. Mein Name ist Amelissan mit dem schwarzen Herzen. Die Hochmatriarchin und die größte Todesbringerin des Tempels des Fürsten des Mordes. Ich habe die Gebete in seinem heiligen Namen geleitet.
Ich war es, die sich um seinen Avatar kümmerte, als der Fürst des Mordes während der Zeit der Sorgen als Sterblicher auf unserer Welt wandeln musste. Er kam zu mir, seiner größten Priesterin, um Schutz zu finden. Ich musste gerade an Gromnir denken, der uns das ganz am Anfang vom Add-on gesagt hat. Melissa, ich habe deinen Plan durchschaut. Du bist die Böse. Du hast uns hier alle in Zaradush den Balkindern preisgegeben. Du hast das alles arrangiert, dass wir hier sterben. Der dämliche Halborg hatte recht. Ja? Das ist so frustrierend. Ich hätte eigentlich ganz gern, dass er jetzt nochmal hierher beschworen wird, nur damit er sagt, ich hab's dir ja gesagt. Und dann wieder geht. Denn Gromnir hatte recht. Gromnir war vielleicht der Klügste hier. Hi, Baal. Meiner treuesten Todesbringerin habe ich das Geheimnis meiner Wiedergeburt anvertraut. Einer aus seiner Priesterschaft musste Zugang zu der Essenz haben, die sich von der toten Baalbrut sammeln würde. Einer aus seiner Priesterschaft würde die Riten ausführen müssen, die notwendig waren, um dem toten Fürsten des Mordes die Essenz wieder zuzuführen. Deswegen hat der große Fürst des Mordes mir diese Pflicht übertragen. Nach seinem Tod würde ich allein zu seiner Essenz Zugang haben. Meine Macht wuchs mit dem Tod jedes sterblichen Kindes des Fürsten. Ihre Göttlichkeit kehrte zur Quelle zurück. Und so habt ihr mich betrogen, Amelissan, mit dem schwarzen Herzen. Die Zeit kommt näher und trotzdem führt ihr keine Riten aus. Ich will ja kein Klugscheißer sein oder gar meinem Vater, meinem göttlichen Vater, hier irgendwie Tipps geben wollen. Aber wenn man jemandem vertraut, der den Beinamen mit dem schwarzen Herzen hat, dann muss man sich auch nicht wundern. Das ist das Problem der Bösen. Bei einem guten Gott wäre das wahrscheinlich kein Problem. Der würde einfach, also sagen wir mal Latanda oder Torm oder wer auch immer sterben würde, der würde jemandem wie Keldorn oder halt einem anderen Paladin, einem anderen rechtschaffen guten Kerl dieses Geheimnis verraten und dann würde er wiederbelebt werden nach seinem Tod. Absolut kein Problem. Die haben Loyalität, die haben Prinzipien. Das kann Baal hier gar nicht verstehen, warum das bei ihm nicht geklappt hat. Das ist richtig. Ihr werdet Staub bleiben, mein närrischer Gott. Ich war es, die die Fünf erschaffen hat. Ich habe die Kinder des Gottes aufeinander gehetzt und diesen dummen Narren versprochen, sie würden als Baals Gehilfen fungieren, wenn er wieder auferstehen würde. Nun, das können sie auch. Im Limbus, wenn es ihnen Spaß macht. Ich war es, die sich als die Beschützerin der Baalbrut ausgegeben hat. So konnte ich diejenigen, die die Fünf nicht selbst fanden, wie Schafe ihrem Untergang zutreiben. Ich habe die letzten der Baalbrut nach Zaradush geführt, wo sie abgeschlachtet wurden. Ja, du kannst stolz auf dich sein. Aber ich, ich war auch nur dein Bauer. Nein, da habt ihr wohl recht. Ich wusste, dass Ilacera gegen eure Macht nichts würde ausrichten können. Aber ich hatte nicht so bald mit eurer Ankunft gerechnet. Dennoch hat es sich schlussendlich als eine glückliche Fügung herausgestellt. Ja, das hat ganz gut in deinen Plan dann doch gepasst. Sonst hättest du wahrscheinlich Balthasar und seine Söldnerarmee benutzen müssen und das hätte wahrscheinlich viel länger gedauert als Braket hier. So konnte ich einen der Fünf loswerden, ohne dass es irgendwelche Hinweise darauf gab, dass ich verwickelt war. Da ihr bereits in Zaradush wartet, konnte ich euch auch noch auf Yagashura hetzen. Natürlich erst, nachdem ich dafür gesorgt hatte, dass er in die Stadt gelangte und die anderen Kinder Baals tötete. Und dann habt ihr euch dem Rest dieser paranoiden Narren zugewendet, während ich sie abgelenkt habe. Die Fünf waren das letzte Hindernis gewesen, um das ich mich hätte kümmern müssen, bevor ich zur Fürstin des Mordes hätte werden können. Netterweise habt ihr euch für mich um sie gekümmert. Tja, so ist es halt. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich mache mein eigenes Schicksal hier. Dabei wurde ich manipuliert. So. Oh, ich könnte jetzt hier sagen, dass ich einfach abhauen will. Ich glaube nicht, dass sie mich gehen lässt. Nein. Ich glaube auch nicht, dass sie mich als Unterling will.
Und ich glaube auch nicht, dass das... selbst einem bösen Charakter würde das nicht gefallen. Weil man kann ihr nicht vertrauen. Und sie kann schon gar nicht den stärksten Anwärter auf ihre Macht am Leben lassen. Das geht einfach nicht. Also, ja, solange ich am Leben bin, ist es nicht vorbei. Der Großteil der Essenz von Baal befindet sich unter meiner Kontrolle, Narr. Ich bin zum jetzigen Zeitpunkt beinahe schon eine Göttin. Ich kontrolliere die ganze Ebene im Abyss, die einst von Baal beherrscht wurde. Den ganzen Thron des Blutes. Und wie bist du so im Vergleich gegen Demogorgon? Nur damit ich es weiß. Kannst du das beantworten, die Frage? Wagt ihr es, dorthin zu kommen und mir dort gegenüberzutreten? Oder soll ich euch wie einen räudigen Hund jagen und zur Strecke bringen? Oh, räudiger Hund. Da ich schon so viel abgeschwiffen bin, dieses Wort räudig, das kannte ich immer nur im Zusammenhang mit räudigem Hund und habe das immer für so ein Wort, so für so einen altertümlichen Begriff gehalten, den vielleicht meine Großeltern benutzen. Aber das hat ja ein Comeback gemacht, dieses Wort. Räudig. Ist jetzt ein total jugendliches Wort irgendwie. Und ich kann's nicht verstehen. Für mich klingt das immer noch komisch und altertümlich. Aber gut, was sagen wir hier? Ja, du lässt mir wohl keine Wahl. Das ist schlecht für dich. Weil immer wenn der Hauptcharakter von Baldur's Gate 2 keine Wahl hat, dann geht er direkt durch die Leute. Worauf wartet ihr dann noch? Finden wir doch gleich hier heraus, wie diese Prophezeiung ausgeht. Das ist eine super Idee. Das ist der Ort meiner Macht. Genug. Ein Kampf hier würde gar nichts klären. Oh, okay. Du bist auch noch hier. Interessant. Euer Pfad ist klar, Gottkind. Kehrt in euer Einspringsel zurück. Sobald ihr dann bereit seid, müsst ihr es auflösen. Ihr befindet euch dann mitten im Thron des Blutes. Melisan wird schon auf euch warten. Oh, okay. Sie hat die Essenz der Kinder Baals noch nicht vollständig in sich aufgenommen. Ich schlage vor, dass ihr rasch handelt, Gottkind. Der letzte Akt der Prophezeiung steht unmittelbar bevor. Oh ja. So, damit geht auch die letzte Prüfung auf. Und wir haben noch keine von denen gemacht, außer die erste, die man machen muss. Also wir haben noch 4 Prüfungen vor uns. Und dann den Endkampf mit Melisan oder Amelissan, die mit dem schwarzen Herzen oder so ähnlich. Ja, und Balthasar ist tot. Vielleicht müssen wir hier noch was machen. Mal sehen. Du hast was fallen lassen? Ja, hast du. Und zwar, bisschen Gold und ein paar Edelsteine. Ich bin nie zu spät, ein paar Edelsteine aufzuheben. Nee. Nee. Ich habe schon den einen Söldner in der Stadt nicht gelootet. Denk nicht, dass ich das vergessen habe. Komm, der Rede wert. Das wurmt mich. Ich hoffe, das bringt was. So. Hier ist aber, glaube ich, sonst nichts mehr. Also ich denke, wir sind hier komplett fertig. Wir können hier rausgehen. Sehr spartanisch eingerichtet. Keinerlei Schränke oder Schätze oder was auch immer. Ich kümmere mich. Wir müssten jetzt nur das Tor finden. Ich glaube, ich muss hier durch. Und dann kämpfe ich vielleicht gegen die nächsten Mönche. Müssen wir mal zusehen, dass ich mich davor ein bisschen schütze. Wenigstens die Rüstung des Glaubens anmachen und die Finger auf der Zähigkeit halten. Ja. Er ist es. Bei allem, was recht ist. Er muss vernichtet werden. Ja, vernichte mich. Sprich dreckig. Das gefällt mir. Dann vernichte ich euch zwei Loser schnell. Oh, hi. Dritter Loser. Ich habe immer noch meinen Todesschutz und meine chaotischen Befehle. Also keinerlei Bedenken, was die beiden hier angeht. Die sollten mich mit jedem Treffer heilen. Oder zumindest sollte es keinen Unterschied machen. Komm, Behauptmann. Hör auf, Tränke zu trinken. Das verlängert doch nur dein Leiden. Ob man in Heiltränk noch baden kann? Da ist die Klosterpforte, der Klosterpfortenschlüssel. Also man kann direkt... man kann direkt vorne rum rein. Ne? Dann gibt es den Hintereingang bei von Goethe. Und dann gibt es den noch hinterhältigeren Eingang durch Sämon. Und ich weiß gar nicht, warum ich hier unten rumlaufe.
Vielleicht in der Hoffnung auf mehr Gegner. Oh, hi. Ich hasse euch. Ja, und ich glaube sogar, dass die nicht magische Pfeile benutzen. Ach du Scheiße. Ja. Ich weiß. Ich bin tot. Warum bin ich da unten lang gegangen? Nimm einen Trank, du Loser. Was soll ich tun? Okay, danke. Meine Fresse. Das war eng. Geh zum Priester. Ich hoffe, das bringt der kann was. Dir helfen. Ich strecke euch die Hand zum Gruße entgegen. Oh, warte mal, du hast mir was Besonderes gesagt. Ihr habt unser Dorf befreit, mein Fürst. Ja, noch nicht ganz. Ich brauche auch Hilfe. Wie wär's, wenn du mich mal komplett heilst? Ja, für 750 Goldmünzen. Das machen wir doch. Und dann hätte ich gerne all deine Heiltränke. Oh, warte mal. Ich glaube, diese Unterhaltung haben wir schon geführt. Wir beide, ja. Ich habe schon all deine Heiltränke. Dann verkaufe ich dir nochmal irgendwas. Zum Beispiel, ja, ein paar von diesen Lederbams. Wie wär's denn mit allen? Dann verkaufen wir dir den Beantworter. Was haben wir denn noch so, was ich loswerden will? Ach, behalte ich. Behalte ich alles. Den verkaufen wir. Den würde ich gern verkaufen, darf ich aber nicht. Okay. Ja, ich versuche jetzt noch ein bisschen Geld zu verdienen, damit ich eventuell mir noch ein paar Sachen kaufen kann hier in der Stadt. Eventuell gibt es ja noch was. Oder zumindest könnte ich damit meinen Auferstehungsstab und ein paar andere Stäbe wieder aufladen, die ich vielleicht im Endkampf noch brauche. Ja, also okay. Gib mir das Geld. Dann speichern wir hier und dann stelle ich mich da draußen diesen Rabauken. So schmerzhaft das auch wird. Und mit Stellen meine ich, glaube ich, ich beschwöre eine Armee an Skeletten und schicke die in deren generelle Richtung. Hm? Das klingt doch wie ein fairer Kampf. Oh, was? Okay, ich habe den Zauber noch rausbekommen. Du wirst leiden, Söldnerhauptmann. Ihr werdet alle leiden. Vor allem der Hauptmann. Ja, eins gegen eins. Bin ich besser, wollte ich sagen, als er, aber das war arg knapp, ja. Ja, belebt mich wieder. Holen wir uns jetzt wirklich eine Armee. Da fällt mir ein, ich sollte auf jeden Fall Raum für einen Mordekains lassen. Denn das kann ich dann ja vorschicken. Weil, aus offensichtlichen Gründen. Nicht wahr? Also beschwören wir noch ein Kriegerskelett. Und einen Mordekains. Schützen uns alle vor Bösem. Irgendein Söldner nimmt hier Tränke. Gefällt mir gar nicht. So, dann werde ich euch hasten. Ich hoffe aber nur euch. Denn ich will keine Hast abbekommen. Nee, ich bin allergisch gegen Hass. Da werde ich müde und treffe nichts mehr. So, Schwert. Fliegt nach da. Okay, Schwert ist weg. Geht mal hinterher. Wie geil. Bum, 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 bum. Ich liebe eure Sounds. Sagt mir, gute Idee, das mir zu übertragen. Wo ist das? Wo sind die Leute hin? Kaum der Rede wert. Ah, okay, da ist einer. Ich hoffe, das bringt was. Auf ihn! Mit Gebrüll! Schwert, mit Gebrüll! Okay, sind die anderen verschwunden?
Geh mal nach da. Ich bin bereit. Ah, da geht's los. Okay. Ach komm, lauf nicht weg. Das verlängert nur dein Leiden, wie schon gesagt. Lauf mal hier runter. Was soll ich tun? Ich habe irgendwie das Gefühl, die Söldner, die wollen mich verarschen. Ich hoffe, das bringt was. Ja, doch, ganz deutlich. Ich spüre das ganz deutlich. Die sind absichtlich schwierig, die beiden, die Söldner. Und sind jetzt absichtlich nicht mehr hier. Treulose Tomaten, jetzt ist mein Schwert weg. Jetzt habe ich auch keine Lust mehr auf euch. Wo sind die hin? Wo seid ihr hingelaufen? Jetzt finde ich sie und dann will ich sie nicht haben. Ja, ich sehe es doch kommen. Ihr steht irgendwo hier und wartet auf mich. Die sind schlauer, als ich das gedacht hatte. Na gut, ich habe meine Armee. Sichert mir die Kneipe bitte, Jungs. Ist das die Kneipe überhaupt? Mal schauen. Ja, oh, hi. Stirb, Magier. Okay. Die sind nicht wirklich so gut, wie es im Moment aussieht. Wahrscheinlich, weil sie betrunken sind. Gute Arbeit, Barmaid. Ja, die bringt sogar noch Bier. Während wir hier auf Leben und Tod kämpfen. Also die hat ihre Prioritäten festgesetzt, ja. Sorry, dass ich hier die zahlende Kundschaft abmurkse. Aber es geht nun mal nicht anders. Bist du geflohen? Nee, du bist tot, oder? Ich habe kurz auf den Bildschirm geguckt. Sorry. Der Kampf mit dir war nicht aufregend genug. Sorry, ja. Tut mir ja leid. Ich sag's ehrlich, wie es ist. Ja, da zeigt sich wieder, wie geil die Boni aus der Hölle wären. Weil die hatten Langschwerter plus 1. Das heißt, die hätten gar keinen Schaden gemacht, wenn ich durch die Hölle gegangen wäre mit meinem Charakter. Hätten die beiden mich nicht verletzen können. Komm, der Rede wert. Weil man da ja immun wird gegen Waffen nicht magischer Natur und Waffen plus 1. Es ist super schade. So. Dann schauen wir jetzt bei dem Händler nochmal vorbei. Und dann muss ich zurück ins Einsprengen. So, alles aufschieben bringt nichts mehr, ja? Wir haben von Melissan und von dem Solar gesagt bekommen, was Sache ist. Die Essenz Baals ist zum größten Teil am Thron des Baal. Und Melissan macht sich da, während wir hier sprechen, stärker und stärker. Wir müssen die Prüfungen bestehen und dann sie töten. Da, wo sie stark ist. Das wird nicht ganz einfach. Oh, Schutzformel gegen Untot. Ich glaube, die haben wir im ganzen LP nicht benutzt. Und mein Inventar ist voll, oder? Ja, mein Inventar ist voll. Hm. Und du bist der nutzloseste Identifizierer, den ich je gesehen habe. Ja, machen wir es halt so. Was soll ich tun? Ja, ich glaube, wir kaufen uns die Schutzformel gegen Untote. Weil ich denke, wir könnten die benutzen im Kampf gegen Melissan. Wir haben sie noch nicht benutzt im ganzen RP, weil ich die normalerweise nicht mag. Denn sie sorgen, glaube ich, dafür, dass Untote dich generell nicht sehen. Für 10 Phasen, also für ewig. Und das ist ziemlich überpowered. Aber Melissan ist auch nicht unbedingt schwach. Also nehme ich, was ich kriegen kann. Regenerationstränke, klar, kaufen wir mal 5. Wenn ich davon einen nehme, habe ich Regeneration. Regeneration ist nützlich. Tränke der Wolkenriesenstärke, ja, kaufen wir auch mal einen. Habe ich sowas auch dabei. Weiß ich nicht, ob ich noch was habe. Jetzt muss ich es erstmal wegräumen. Legen wir den doch mal dahin. Und werfen den hier rein, genauso wie den. Schauen wir nochmal nach Zaubersprüchen. Ich hoffe, ihr euch nur um und begutachtet die Waren. Ich bin mir sicher, dass sie euren hohen Ansprüchen gerecht werden. Ja, ich bin mir da auch sicher. So, ich kaufe vielleicht noch ein Abbild. Flammende Wolke könnte man vielleicht... Ich kaufe jetzt wirklich ein paar Sachen, die ich vielleicht nicht kaufen muss. Flammende Wolke.
Hast du noch irgendwas Gutes auf der 9? Bigbys Hand. Ja, gib mir Bigbys Hand. Und dann habe ich eigentlich auch schon kein Geld mehr. Ja, hier hört es jetzt schon auf. 16.000 habe ich noch und wieder keinen Platz. Gut. Räumen wir alles weg. Ich kümmere mich drum. Vielleicht hole ich mir sogar noch Schutz für magische Waffen, wenn er es hat. Einfach damit ich es auch noch mal im Beutel habe. Naja. Steinhaut, her damit. Vor allem ist das nützlich, weil die können nicht unterbrochen werden. Die Zauber... Bresche brauche ich nicht, da habe ich einen Stab für. Die Zauber, die ich jetzt hier... Von Schriftrollen spreche, die können nicht unterbrochen werden. Außer ich werde betäubt oder so, oder von Furcht befallen. Aber die können nicht durch Schaden unterbrochen werden. Das will ich damit sagen. Und deswegen sind die sehr nützlich. Warum nicht? Jetzt habe ich wirklich bald kein Geld mehr. Tensors Umwandlung haben wir auch kein einziges Mal benutzt. Es ist auch nicht unbedingt ein Zauberspruch, der sich für meinen Charakter anbietet. Ich kaufe ihn einmal, damit wir ihn vielleicht mal sehen oder auch nicht. Nein, warte. Ich kaufe lieber wahrer Blick zweimal. Ablenkung. Habe ich auch viel zu wenig benutzt, meiner Meinung nach. Kaufen wir auch gleich noch. Wenn ich ihn mir leisten kann. Ist schon geschehen. Denke nicht, dass der im Endkampf was bringt. Ich denke nicht, dass er im Endkampf was bringt. Aber vielleicht vorher, ne? Vielleicht vorher, wer weiß. Das könnte ich mir nicht mehr leisten. Ich kann mir nichts mehr leisten. Du kaufst auch keine Edelsteine? Okay. Hätten wir das geklärt? Vielleicht kann ich dir hier was andrehen. Den Stab der Monsterherbeirufung? Nee, ich glaube, dir kann ich hier nichts mehr schmackhaft machen. Du würdest Tränke kaufen? Ja, okay. Also ich denke, wir sind fertig mit dir. Ich kehre ins Einsprengsel zurück. Dann wollen wir noch einmal mit Kespener sprechen. Vielleicht habe ich ja noch ein Upgrade, was ich machen kann, was ich vergessen habe, dass ich es machen kann. Ja, ich kann aus Abersigal. Abersigals Schuppen kann ich was machen, wenn ich noch genug Gold dafür habe. Das weiß ich, aber sonst habe ich vielleicht ja auch noch ein Upgrade bin irgendwo. Kespener stolz, den großen zu. Naja, Seelenpein. Ich kann das Schwert nicht benutzen. Weitergucken. Oh, will was das? Ich will den Feuerschutzring nicht losgeben. Tolle Keul. Was noch? Was ist das für ein Gestank? Mach aus Abersigals Schuppen eine Rüstung. Das können wir machen, ja. Dann sehen wir es immerhin mal. Kann ja nie ganz verkehrt sein. Okay, mehr habe ich also nicht mehr. So viel dazu. Mehr habe ich nicht mehr zu machen. Gut. Schön, euch zu sehen und sowas. Cespina geht jetzt. Macht ein Nickerchen oder sowas. Das ist Abersigals Rüstung. Oder das, was von Abersigal übrig ist, in einer Rüstung verarbeitet. Macht fast vollständig immun gegen Blitze, die leider kein großes Problem sind. Vor allem nicht, nachdem Abersigal schon tot ist. Aber in einer Gruppe von 6 natürlich ein Gegenstand, den man dann einfach jemandem anzieht. Allein wegen der Rüstungsklasse und des geringen Gewichts. Ja, wiegt fast nichts. So ein richtiger Plattenpanzer, Prunkharnisch, wiegt 70 und das Ding wiegt nur 20. Also für jemanden wie Viconia, die wenig Stärke hat. Ja, wobei hier Mindeststärke 15 steht. Also, ich weiß nicht, für wen es gut ist. Ich wollte gerade sagen, es wäre für jemanden wie Viconia gut, aber die kannst du nicht anziehen, obwohl es weniger wiegt als das Ding hier. Ja, wesentlich. Naja, egal. Dann machen wir nächstes Mal die Prüfungen hier. Und wahrscheinlich noch Melisande. Ich meine, ziemlich sicher noch Melisande. Meine Güte. Da müsste ich schon ziemlich trödeln. Oder Melisande nicht schaffen. Das ist ja noch eine Option. Ja. Ich hoffe aber nicht. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, du hast eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.